Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Start der neuen Webinarreihe, kann man eigentlich schon sagen. Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit dem Stereo Trader. Und wenn wir Stereo Trader sagen, dann meinen wir natürlich auch mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie herzlich im Namen von FX Flat. Ich hoffe, Sie sind fit und konzentriert und ja, bevor wir aber tatsächlich anfangen, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis zeigen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Das heutige Webinar ist nicht als Handelsempfehlung zu verstehen, auch wenn Dirk heute sicherlich den einen oder anderen Trade machen wird und dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen selbstverständlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig an der Stelle. Und ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir heute mit Dirk das Webinar veranstalten können. Lange haben wir darüber gesprochen. Lange hat uns NFP geärgert mit den geringen Bewegungen. Und dann hoffen wir, dass der DAX und die anderen heute ein bisschen uns mehr zeigen. Dann sage ich auch offiziell guten Morgen, Dirk. Ich hoffe, du bist Ja. auch fit und vorbereitet. Und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich bin vorbereitet. Ich habe jetzt hier nur gerade das letzte Stück von meinem Brötchen gesehen. Das wollte ich nämlich eigentlich reinbeißen, während du hier noch die Einleitung machst. Habe ich zu Das schnell habe ich jetzt vergessen. Jetzt liegt das die ganze Zeit da und lacht mich an. Also wenn ich nachher kurz mal weg bin, dann beiße ich wahrscheinlich gerade ins Brot. Ich halte mal hier auf meinen Bildschirm. Ja, es sind ja auch einige da, wie ich sehe. Ich muss nur leider hier einen kleinen Wermutstropfen vorweg schicken. Und zwar, es kann sein, ja, also ich hoffe, dass es nicht passiert, aber es kann sein, dass bei mir schlicht und ergreifend die Verbindung einfach abreißt, ja. Weil halt hier, ich habe halt irgendwie seit gestern hier diverse Ausfälle und ausgerechnet heute, wann heute auch immer, soll da halt jetzt irgendwie halt eine Störungsbehebung erfolgen. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie jetzt hier in der nächsten Stunde oder anderthalb Stunde, wie lange auch immer wir hier sind, passieren wird. Also nur als Vorwarnung, falls es so sein sollte, bitte nicht wundern. Und also kann mich nur dafür entschuldigen, wenn es so sein sollte. Ich hoffe es halt eben nicht. Das ist auch der Grund, warum hier oben steht Demo-Account. Weil das ist natürlich dann halt auch doof. Also ich mache ja sonst immer die ganzen Live-Sessions beziehungsweise Live-Tradings bisher immer ohne Ausnahme auf dem Live-Konto, aber heute tatsächlich dann jetzt mal nicht. Ich hoffe, man kann das nachvollziehen und sieht es mir auch nach an der Stelle, aber das nächste Mal dann mit Sicherheit wieder alles wie gewohnt und anders. So, ich steige mal hier gleich auf den DAX ein. Alles andere lasse ich erstmal außen vor. Habe ich zwar hier auch im Blick nebenbei. Also was ich halt natürlich immer im Blick habe, ist der Dow. Da weiß ich aber auch auswendig, wie der aussieht. Den muss ich jetzt nicht aufmachen an der Stelle. Zumal weil er hier auch mit dem Bildschirm ja auch überschaubar viel Platz haben. Wenn Fragen sein sollten, könnt ihr gerne stellen. Ich werde jetzt hier erstmal nicht einblenden, aber der Nelson darf mich gerne unterbrechen, wenn irgendwas Wichtiges sein sollte oder nicht verstanden sein sollte. Und ich blende es jetzt hier nur deswegen nicht ein, um es halt hier, um mich nicht abzulenken an der Stelle. So, ich gehe mal ganz kurz in gestern zurück. Also jetzt die erste Viertelstunde hier finde ich jetzt auch nicht so wichtig, auch wenn wir jetzt hier einen schönen Aufsetzer hatten, schon Market Profile an der Value Area im Low. Und das hat schon mal gepasst. Und jetzt mal gucken, wie er halt im Weiteren damit umgeht. Aber wie gesagt, die erste Viertelstunde ist meistens sowieso nur so ein bisschen hin und her. Selten, dass da halt irgendwie sich schon eine klare Richtung halt zeigt. Aber mit der ersten 15-Minuten-Kerze kann man doch schon recht oft was anfangen. Moment, ich muss mal hier eben Schalter umlegen. Und zwar, also gestern, das hatte ich ja halt auch im Blog geschrieben. Das hat halt tatsächlich ja gepasst wie bestellt. Wir hatten halt hier, beziehungsweise auf den Freitag muss man eigentlich zurück. Wir hatten halt hier letzte Woche dieses Tief bei 12.113 und dann hier nochmal einen Rücklauf, aber eben nur hier bis zur 12.146. Und dann, wie man auch hier sieht, haben wir hier aufsteigende Lows. Das heißt, da unten wurde einfach nicht weiterverkauft. Und deswegen war es dann auch plausibel, dass wir gestern erstmal halt nach oben laufen und ich hatte ja auch geschrieben bis maximal 373
und 12,3, 6,3, das hat wirklich exakt gepasst. Dem Long habe ich es mir nicht getraut, den habe ich auch nicht gemacht. Aber dafür habe ich, beziehungsweise haben wir in der Gruppe ja dann immerhin oben die 3,7,3 und 3,6,3 geschortet und konnten da auch 50 Punkte mitnehmen. Das war zwar halt eine relativ langwierige Nummer, natürlich ewig da oben gestanden hat, aber das halt jetzt eben mal nur, um das mal vorwegzuschicken. Was wir jetzt halt heute haben, ich blende das hier mal kurz ein, die Symbollinien. Das kommt irgendwie, doch, das ist so. Was wir jetzt hier heute haben, ist so ein bisschen speziell, weil wir haben eben um 8 Uhr, beziehungsweise jetzt auch um 9, genauso, also hier war jetzt ja die Eröffnung, wenn etwas zu groß oder klein sein sollte, einfach ruhig intervenieren. So, wir haben halt hier die Eröffnung, haben wir einmal über dem Future-Schlusskurs und einmal unter dem Kasa-Schluss. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein doppeltes Gap, nämlich einmal nach oben und einmal nach unten. Und im Future war es halt genauso. Und deswegen vermute ich mal, dass wir jetzt erstmal jetzt auch uns hier in dem Bereich bewegen werden, weil es natürlich einfach so ein bisschen unentschlossen ist an der Stelle. Und das heißt, hier oben sieht man ja auch Stock Market Close, das ist die 17:30 Uhr Marke. Das ist zwar nicht die offizielle Xetra-Schlussmarke, aber für meine Begriffe doch die relevantere oder die, die sich halt eigentlich immer besser handeln lässt. So, und da gehe ich jetzt mal von aus erst, dass wir hier so ein bisschen Geschiebe in diesem Bereich halt haben, also hier zwischen dem Future Close und dem Kassaschluss. Und um jetzt nochmal hier darauf zurückzukommen, auf die ganze Bewegung, die wir hier haben, die ist natürlich erstmal, gestern war es long, okay, aber halt auch korrektiv. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und deswegen, ich bin ja davon ausgegangen, dass wir ein Stück hoch laufen. Und wie man auch hier sieht, wenn man sich das mal halt in Wellen vorstellt, also wir kommen ja halt hier oben runter von der 4,58 als Beispiel bis hierher, machen dann eine kleine Aufwärtsbewegung und hat hier der große Abverkauf, hat bei 12.410 ist der gestartet. Ja, das waren ja exakt die Punkte, die ich ja auch schon ganz lange im Bild drin habe, wo ich gesagt habe, da entsteht Volumen einfach bei 12.410 und bei 12.113 aus einem relativ einfachen Grund. Da war in der Vergangenheit einfach oft Volumen und da wird es in der Zukunft eben auch so sein und was ja einfach auch nur plausibel ist. Und die Bewegung an sich nach unten hat sich auch abgezeichnet, das hat alles gepasst. Und jetzt sind wir hier einfach so in der Schiebezone, ja. Also das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Reversal erfolgen sollte, dazu mache ich das mal noch ein bisschen größer, dass man aber ein bisschen mehr sieht. Also was wir haben, sind halt einfach ganz klar abfallende Lows, keine neuen Highs, abfallende Lows. Hier haben wir jetzt ein kleines steigendes Hoch. Und aber nichtsdestotrotz, wir stecken hier in der letzten Abwärtsbewegung, nämlich einfach von 12.410 bis 113. Sollte jetzt hier ein Reversal kommen, ja, oder das halt irgendwie von den Händlern, von den großen Marktteilnehmern da halt irgendwie bei denen im Sinn sein, dann müssten wir natürlich ganz deutlich über die 12.410 drüber und natürlich auch hier über das letzte, über den letzten Peak hier bei 4,58. Ja, weil dann hätten wir hier ab der Stelle dann einen Bruch und dann könnte man davon reden, dass es vielleicht ein Reversal werden könnte. Ja, also sich da jetzt irgendwie halt über Monate oder Wochen da im Voraus aus dem Fenster zu lehnen, macht keinen Sinn. Vor allen Dingen nicht im Daytrading. Hier geht es ja nur darum, irgendwie ein paar Punkte halt möglichst mitnehmen zu können. Und das heißt, wir haben halt hier einfach von der, ich nenne sie jetzt mal die Short-Fraktion, also diejenigen, die halt einfach hier den Verkauf forciert haben, von denen werden wir hier immer Druck bekommen in dem Bereich. Das heißt, der wird da nicht einfach drüber laufen. Also da würde ich halt darauf wetten, dass wir jetzt hier um 9 Uhr ganz sicher nicht einfach bis da oben hinlaufen und da schließen. Also das wird mich doch zumindest sehr, sehr wundern, weil hier einfach Interessen aufeinanderprallen, nämlich einmal hier, die großen Pakete abgeworfen haben und entsprechend verkauft haben und natürlich jetzt hier von denen, die von unten kommen. So, aber die hier unten eingekauft haben, die sind ja hier oben eigentlich erstmal durch, die haben ja keinen Handlungsbedarf. Das ist eigentlich eher damit zu rechnen, dass diejenigen, die halt einfach hier wie gesagt, die großen Short-Positionen gemacht haben, dass die dann eher nochmal zuschlagen an irgendeiner Stelle und dann eher froh drüber sind, dass sie halt nochmal irgendwie guten Verkaufskurs halt haben. Ja, das jetzt mal halt fürs große Bild. Also ich meine, wir reden hier halt nochmal über fast 100 Punkte bis da oben hin. Da kann natürlich noch viel passieren und das Ziel ist ja nicht,
jetzt unbedingt hier hunderte von Punkten mitzunehmen, sondern wenn wir hier mit irgendwie 15, 20 rausgehen und dann ist das ja alles so weit, so gut. So, und die Linien hier sind eigentlich immer halt an Schlusskursen von Stundenkerzen. Auf die Peaks lege ich nicht allzu viel Wert. Und da war entsprechend auch gestern, haben wir hier auch gesehen, die 324, da hatte ich ja auch noch geschrieben, wenn wir einen Schlusskurs unter 324 kriegen, dann könnte eigentlich die Long-Bewegung auch schon zu Ende sein. So, jetzt haben wir aber, wie gesagt, genau das Bild hier gehabt, das wir halt genau dazwischen eröffnet haben. Und jetzt hier gerade mal das Kassa Gap jetzt zugemacht wird in diesem Moment. So, das heißt, die Geschichte ist erledigt. Hier unten eigentlich auch. Jetzt sind beide Gaps zu. So, das heißt, ist erstmal halt noch nichts sagend. Und deswegen glaube ich halt auch, und eben halt, weil wir hier auf dem Value Area Low von gestern aufgesetzt haben, also dort, wo die Untergrenze von 70% des Handelsvolumens von gestern war im Future, dass wir auch entsprechend auch mal hier oben hinlaufen. Das wäre die 5,5, die 355. Ich mache das hier mal ein bisschen breiter, dass man ein bisschen mehr sieht. Und kann gut sein, dass da einfach gleich auch schon wieder vorbei ist, ja, weil wir laufen hier, das sieht man im Stundenchart immer schön, wir laufen hier genau in die letzte beziehungsweise in die Stundenkerze rein, die die Abwärtsbewegung gestern überhaupt eingeleitet hat. Ich mache das mal rot an der Stelle. So, das heißt, genau da haben wir die Eröffnung von der Kerze, wie gesagt, wo das halt runterging. Das ist die 350 und bei 355 ist das Value Area High. So, deswegen gehe ich hier mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt hier auch spätestens da oben eine Gegenbewegung bekommen. Jetzt sind wir hier natürlich mitten in der 15-Minuten-Kerze drin, mitten im Puls. Den würde ich jetzt mal abwarten, jetzt nicht einfach blind da oben shorten, sondern erstmal gucken, ob da überhaupt irgendwas passiert. Ich schalte dann auch gleich mal um auf einen kleineren Timeframe. Wobei ich aber immer der Meinung bin, oder das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache, man sieht in der 15-Minuten-Kerze natürlich weniger, ganz klar, aber auch weniger Verwirrendes, ja. Und die 15-Minuten-Kerze liefert, so finde ich, wenn auch nicht immer, aber doch sehr oft eine brauchbare Signalrichtung, ja. Also die wird auch nicht jetzt einfach ohne weiteres nach unten weg verkauft werden, das glaube ich nicht. Und weil das halt einfach, es hat mit Glauben halt nichts zu tun, es ist ja keine Religion, sondern es ist natürlich einfach eine Beobachtung und damit ja dann halt auch irgendwo so ein bisschen, wenn man das in Zahlen erfassen würde, ein bisschen statistisch natürlich auch relevant. Was wir jetzt halt hier auch haben, warum er jetzt hier bremst, dass diejenigen, die den Stereo Trader benutzen, die wissen das. Hier ist der R2, das heißt, das ist der Stundenpivot, den man im Stereo Trader anzeigen kann. Und der wird selten auch einfach so überlaufen, schon gar nicht irgendwie im ersten Ansatz. Und von daher haben wir jetzt hier schon mal gleich auch ein paar gute Argumente, nämlich einmal halt hier die Eröffnung, wie gesagt, von der Stundenkerze, wo es nach unten ging. Wir haben das Value Area High und den R2. So. Und wenn er das jetzt wirklich ausheben will, dann müsste er das jetzt eigentlich schon in einem ordentlichen Impuls machen, der dann wirklich auch bis drüber läuft. Aber mal gucken, ob das wirklich so kommt. Zumal halt auch es meistens so ist, wenn auch nicht immer, aber dass halt, wenn es bei der Eröffnung sofort hochgeht, läuft es meistens nicht weit. Ja. Also zumindest nicht, wenn wir auf hohem Niveau starten und wir sind hier relativ hoch, also zumindest mal an dieser Bewegung halt gemessen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da oben gleich auch nochmal Gegenbewegung jetzt bekommen werden. Und also umgekehrt, wenn das jetzt hier unten gestartet wäre oder so wie es gestern war, da sollte man da nicht davon ausgehen, sieht man ja auch, wie das gelaufen ist, sondern aber wie gesagt, wenn wir oben sind, ja, also relativ ist es ja halt immer und dann funktioniert es eben meistens nicht. So, jetzt haben wir die ersten 15 Minuten sind gleich um. Er bremst auch hier an der Stelle. So, dann gehe ich jetzt mal auf die 5-Minuten-Kerze. So, ist jetzt hier genau der Punkt, sieht man ja auch. Da wird jetzt erstmal nicht ohne weiteres drüber geschoben. Hier war das ein bisschen einfacher beim Gap. Aber hier ist ja dann doch jetzt schon ein bisschen Bremse angesagt. So, jetzt sind wir genau hier.
Jetzt mal gucken, wie er damit umgeht. Ich würde halt, wenn ich hier eine Position mache, die jetzt erstmal klein starten und im Zweifelsfall dann auch, so, komm, die machen wir mal. Und im Zweifelsfalle dann auch skalieren. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier den Stop bisschen größer, so dass ich halt, wenn es jetzt hier irgendwie einen kleinen Piekser drüber gibt, da oben haben wir die 363, da muss ich eigentlich nicht nochmal hin. Und, aber wenn der jetzt halt hier nur so ein bisschen, so ein paar Punkte hochkommen sollte, und dann kann ich den hier oben auch dann nochmal ganz legitim verbilligen, weil mal ausgehend davon, dass jetzt hier meine passende Positionsgröße 2,50 € bis 5 € pro Punkt wäre bei dem Konto. Und dann ist das an der Stelle völlig in Ordnung. Was jetzt hier nicht so schön ist, boah, jetzt ist es schon passiert, das wollte ich gerade sagen. Meistens ist es so, dass es halt immer auch irgendwie zumindest mal einen kleinen Docht braucht, um überhaupt dass eine Bewegung kommt. Und weil die ist halt hier so ein bisschen arg spontan runter. So, und jetzt wie gesagt, die 363 brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Wenn sie aber kommt, dann bin ich da erstmal raus. Und ja, also ich werde jetzt hier nicht einfach die nächste Position aufmachen, sondern erstmal kurz warten. Weil wenn die kommt, dann lieber da oben warten, was da nochmal dann halt irgendwie passiert und da eventuell nochmal rein oder erstmal die Füße stillhalten. Weil wie gesagt, das Maximum liegt hier oben bei der 410. Es nutzt überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier einfach nur blind dagegen halte, weil hier oben zwischen 373 und 410, da haben wir für meine Begriffe halt auch so ein bisschen luftleeren Raum, ja. So, jetzt sind wir hier bei der 36, stimmt nicht ganz, 362 ist das, das passt. So, jetzt mal erstmal warten. Von daher sitzt der Stop jetzt erstmal richtig. Und wie man sieht, wie immer oder wie fast immer, rote Linien werden nicht einfach überlaufen. Da gibt es halt immer Reaktionen, wenn es nur irgendwie ein paar Pünktchen sind. Wäre jetzt schöner gewesen, wenn er hier jetzt direkt abgeprallt wäre, aber jetzt einfach mal abwarten. So, ganz kleines neues Hoch würde ich ihm hier erlauben, also so, dass gerade der Spread halt drüber ist, aber mir eben auch nicht. So, jetzt muss man einfach bisschen Geduld haben und wenn der jetzt, wie gesagt, hier rausfliegt, nichts tun. Die 373 würde ich, glaube ich, eher auch in Ruhe lassen. Man könnte da jetzt höchstens versuchen, also nicht direkt am Peak, das finde ich halt selten gut, lieber dann irgendwie einen Punkt drunter, ja, oder zwei Punkte drunter. Nicht genau jetzt irgendwie hier auf so einen Doppeltop da halt bauen, sondern lieber irgendwie ein, zwei Punkte drunter. Das ist meistens ein bisschen verlässlicher. Zumal es ja halt auch einfach, wenn man das mal ganz klassisch halt formuliert, ja auch bedeuten würde, es ist ein neues Hoch und ein neues Hoch ist ja kein Short-Signal mehr. Beziehungsweise ein gleichbleibendes Hoch auch schon nicht mehr unbedingt, ja. Und dass dann halt so ein Doppeltop dann als Beispiel halt kommt oder man darauf baut, wenn es jetzt irgendwie punktgenau, also ich bin dann nicht so ein Freund davon. Vielleicht auch deswegen, weil ich halt oft eben auch im DAO unterwegs bin und der macht das ein bisschen genauer. Der macht nicht einfach mal ein, zwei Punkte höher und geht dann wieder runter. Der DAX macht sowas schon mal eher, aber der DAO halt, wie gesagt, eigentlich nicht. Und weil es ja halt einfach auch so von der klassischen Herangehensweise ja auch richtig ist, dass man sagt, okay, es darf kein neues Hoch kommen, weil das ja dann einfach auch ein Long-Signal ist. Und was natürlich passieren kann, ist, wenn man dann halt, wenn dann an so einer Stelle, wenn man jetzt hier nochmal irgendwie einen Short setzen würde, das natürlich kurz drüber geht und dann runter. Das ist aber dann auch nicht unbedingt Stop-Fishing, sondern oft ist es dann so, dass dann erstmal nur eine Reaktion kommt und danach wird das Hoch dann nochmal erreicht beziehungsweise überboten. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was aus dieser Stundenkerze hier werden soll. Die Long-Bewegung, da unten wäre auch nicht schlecht gewesen, da halt das Value Area Low mal zu handeln. Aber okay, da waren wir hier noch in der Theorie beziehungsweise in der Einleitung und vielleicht sollten wir das nächste Mal um 8:45 Uhr starten. Dann hätten wir nämlich den ganzen Vorspann und die Erklärung schon weg, weil hier hat es jetzt wirklich Sinn gemacht. Meistens macht es keinen Sinn um Punkt 9 Uhr. Aber wenn natürlich dann halt sowas da ist, kann man das natürlich auch schon mal machen. Ja, können wir gerne mal. Ja, habe ich vorhin auch echt schon überlegt, ne? Schon, also bevor wir hier auch angefangen haben, weil das macht eigentlich schon Sinn, weil du siehst ja vorher, was sich da halt irgendwie anbahnt oder wo er halt irgendwie reagiert hat, schon dann halt irgendwie vor 9 und das wird ganz, ganz oft eben wiederholt dann und geht dann, rennt dann nicht einfach weiter. So, jetzt stehen wir hier so ein bisschen auf der Stelle rum. So, jetzt kann ich auch mal runtergehen hier in
den anderen. So, die 5-Minuten-Kerze sieht natürlich jetzt nicht so nett aus für Short, aber heißt ja nichts. Weil das hier jetzt so einfach geht. Es kann halt eine kleine Schweinerei werden hier, dass er nochmal irgendwie ein kleines neues Hoch macht. Würde mich aber jetzt auch gar nicht mal stören. Dann würde ich dann halt eher genauer hingucken, was danach passiert und dann einfach die Position nochmal aufmachen. Das hatten wir gestern genauso bei der 363, wo wir hier das geschortet haben. Das ist erstmal ein paar Punkte drüber und danach konnte man die nochmal punktgenau auch einstoppen. Und aus anfänglich minus 5 Punkten sind dann nachher halt irgendwie 28 plus geworden oder sowas. Also es ist. Kann man schon mal machen. Muss natürlich halt irgendwo, muss dann aber halt auch die Bewegung dann dazu passen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, ob er die jetzt halt hier wegverkauft, wieder die 5-Minuten-Kerze oder nicht. Also wenn es nach mir geht, kann natürlich das Ganze einmal zurück auf Anfang, weil wir starten ja hier unter der 3-2-4 und das ist natürlich schon so ein bisschen der Trigger, auch wenn wir jetzt da erstmal weit davon entfernt sind. Aber das war ja halt gestern hier Support. Hat runtergeschlossen und war eben halt auch Widerstand. Das heißt, eigentlich das ist halt eine klassische Paritätsumkehr, nennt man das. Und wenn es jetzt nicht der DAX wäre, ja, dann hätte man eigentlich gesagt, gut, da gehe ich bei der 324, die ist ein bisschen verrutscht hier, da gehe ich an der Stelle short und lass laufen. Ja, aber wir haben halt hier den DAX. Und der macht dann halt auch schon mal andere Spielchen, weil eigentlich ist das hier, wenn jetzt hier oben schließen will, ist es eigentlich schon wieder fast Chaos, ja. Und das heißt, dann haben wir aus dem Support, der nachher Widerstand wurde, jetzt schon wieder einen Support. Ja, also das heißt, damit kann man eigentlich schon fast nichts mehr anfangen. Und deswegen wäre es halt schon, finde ich, so ein bisschen wünschenswert, wenn er da halt jetzt einmal nochmal komplett runterkommt und zumindest mal jetzt in dieser Stundenkerze dann auch die 324 nochmal anläuft. Aber man kann es ja nicht erzwingen. Und von daher bleibt jetzt erstmal nur abwarten übrig. Wo steht denn eigentlich der Dow? Bei 786. Okay. Das dürfte auch noch kein neues Hoch sein gegenüber gestern. Beziehungsweise wenn dann halt ein Doppeltop. Und aber viel mehr halt jetzt auch nicht. Also der fährt eigentlich auch ziemlich im Kreis, der Dow. So, was ich jetzt hier mal parallel machen würde, das habe ich schon mal vorbereitet. Ich hoffe, dass es kein Fehler ist. Und zwar hier die, ich will jetzt hier nicht mehr ganzen Bildschirmaufbau durcheinander bringen. Die strategische Order. Das ist natürlich, wenn er jetzt hier halt tatsächlich erstmal hängen bleibt, dann kann man da halt an der Stelle, bei den Konsolidierungsphasen ist die halt eigentlich immer am besten. Und hier haben wir jetzt, erstmal haben wir hier eine Range, ja. Also sieht zwar jetzt aus, als würde er nach oben ausbrechen, heißt aber nicht, dass es macht. Erstmal haben wir ja halt eine Range. Und weil hier unten haben wir geschlossen, da oben will er hin. Da treffen schon noch ein paar aufeinander. Und das könnte man jetzt tatsächlich mal machen, wenn hier mal ein paar Kerzen jetzt durch sind, dass man hier die strategische Order dann entsprechend auf Short einstellt. Also ein paar Gegenbewegungen werden wir schon noch kriegen. Und selbst wenn wir einen Squeeze bekommen, der dann als Beispiel halt komplett nach oben durchgeht, macht es ja nichts bei der strategischen Order, weil da wird ja immer nur ein kleiner Teil dann halt im Verlust geschlossen und man hat dann halt spätestens dann, wenn es dann halt wirklich dann nochmal an der Stelle bremst, sollte man das eigentlich alles wieder problemlos eingesammelt bekommen. Aber ich warte jetzt mal noch kurz, also bräuchte zumindest mal halt hier irgendwie nochmal das Low von der 5-Minuten-Kerze und dann kann man die vielleicht wirklich mal anwerfen an der Stelle. So, also wie gesagt, eigentlich wollte ich die nicht nochmal haben, die 363, aber gut, ist er jetzt halt hingelaufen. Da muss man mal gucken, was dann jetzt da im Weiteren noch kommt. Und wie gesagt, eventuell geht man da halt raus, weil noch habe ich es nicht verbilligt, wie man sieht. Ich bin immer noch bei diesem 1 Euro pro Punkt. Also verbilligen klingt ja immer so böse. Aber in Wahrheit ist es ja halt nur ein Spiel mit der Mathematik, wenn man das gewissenhaft anwendet, weil ich einfach meine Quote einfach deutlich erhöhen kann. Ich muss natürlich trotzdem meine Entscheidungen treffen und dann auch irgendwann sagen, okay, das war's. Aber hier jetzt, zum Beispiel, wenn man das mal sieht, im Risiko 0,37% bin ich hier gerade unterwegs, als Risiko. Und das ist ja nichts, ja. Also das heißt,
Wenn ich hier zum Beispiel als ob 1% oder 2% eine Position machen möchte, ist halt einfach noch Spielraum übrig. So, jetzt mache ich hier mal die zweite rein, weil hier erst kein neues Hoch erstmal da ist. Und die 30-Minuten-Kerze ist auch gleich fertig. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich in der Summe nochmal einen Impuls bekommen. Und dann müssen wir nur gucken, in welche Richtung das Ganze natürlich geht. Aber hier erstmals kein neues Hoch. Und wir sind hier erstmal dabei, das nochmal anzusteuern. Also das Tief von der 5-Minuten-Kerze und klemmen hier, wie man jetzt auch schön sieht, ganz deutlich hier am Value Area High. Ja. Also da will er natürlich drüber weg. Das würde dann halt eben auch bedeuten, also nach Volumen-Trading halt, dass man da halt entsprechend einen Outside-Day hat. Das heißt, dass wir halt hier außerhalb des Vortages handeln, ja, also jetzt nicht auf Kerzen bezogen, sondern eben auf das Volumen bezogen, wären wir da außerhalb von Vortag und das wäre dann Trendtag. Ja, das heißt, wenn wir es hier oben drüber etablieren, kann man erstmal davon ausgehen, dass es halt noch eine Zeit lang auch dabei bleibt. Und da sollte man entsprechend das auch im Auge behalten, weil das ist ja hier eigentlich, das sieht man ja, ist ja wirklich eine brauchbare Indikation. Wir haben einmal auf dem Low aufgesetzt, er versucht sich über dem High zu etablieren. Das heißt, es hat Relevanz. Es wird einfach vom Markt dann an der Stelle ja auch angenommen, beachtet, und gehandelt. Und von daher sollte man das dann auch, wenn man das schon so sieht, wenn es so anfängt, dann auch nicht unbedingt, aus dem Auge verlieren. So, jetzt haben wir hier den Test von der 5-Minuten-Kerze. Das passt schon mal. So, und jetzt brauchen wir hier ein plausibles Ziel. Wir haben hier einmal nochmal den R2. Das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Rücklaufpunkt für Short, sondern dann wäre es wahrscheinlich eher wieder hier die Value Area, das High vom heutigen Tage oder hier einfach auch die Kassamarke von gestern. So, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt drauf wetten, Haus und Hof verwetten, sondern muss jetzt hier schon genau gucken, was passiert. Wir haben ein kleines Tief, minimal. Ob das reicht, ist natürlich die andere Frage. Und was man eben machen kann. Und bleibt man noch einen Moment hier drin. So, wie gesagt, 2 Minuten ist hier die 30-Minuten-Kerze fertig, weil entweder zieht die jetzt nochmal runter, möglichst bis auf die 340. Das wäre ja dann auch entsprechend hier der Kassaschluss von gestern. Oder die schiebt nach oben durch, was ich aber eigentlich nicht glaube, weil wir hier jetzt ja schon auch Gegenbewegung haben und da oben ja auch nicht weiter gekauft wurde. So, und das wäre dann auch erstmal ein Punkt, an dem ich auch rausgehen würde. Einfach deswegen, weil wir hier dann halt auch, um nochmal halt auch das Market Profile da halt auch nochmal mit einzubeziehen, weil wir dann auch hier einen Test hätten von dem Intraday Value Area High. Und da könnte es natürlich passieren, dass es da erstmal weiter nach oben geht. Das heißt, ich setze mir jetzt hier erstmal meinen Trail Start hin, aktiviere den mal, das ist auch schon voreingestellt. Hier auf TA6. Wenn wir da hinkommen, der Abstand ist natürlich ein bisschen groß, wenn wir da hinlaufen sollten, dann bin ich da erstmal raus. Und wenn er jetzt nach oben stattdessen durchläuft, dann bin ich wahrscheinlich auch erstmal raus, nur dann halt in der falschen Richtung. So, aber jetzt erstmal abwarten. Also ich finde es halt immer auch so ein bisschen relevant. So den Impuls, also vorhin habe ich gesagt, 15 Minuten zeigt schon mal die erste Richtung, 30 Minuten ist natürlich umso wichtiger und eine Stunde liefert halt die ganzen Trigger, ja. Also das heißt, ob es dann halt irgendwie, da kann man meistens schon sehr gut ableiten, was als nächstes passiert und beziehungsweise da kann man halt auch recht gut immer die Grenzen dann halt auch setzen von den Bewegungen. Und was entsprechend halt noch fehlt oder was getriggert werden muss oder was getriggert wurde. Jetzt nicht nur mit meinem System, was ich hier handle, sondern halt liest man ja ganz oft irgendwie, wenn Stunde da und da drüber schließt. Klar, weil wenn eine Stunde rum ist und dann ist es einfach so, das muss man vielleicht auch wissen, wie der Handel halt funktioniert. Zum Beispiel bei Institutionellen, die handeln ja in Zyklen. Die gehen ja nicht hin und öffnen irgendwo wahllos irgendwelche Positionen. Nur weil gerade irgendwie eine Marke da ist oder sonst irgendwas, sondern es läuft ja dann eher so, dass zum Beispiel dann halt, wenn jetzt ein Fondshändler oder so halt aktiv ist, beziehungsweise ein Händler, der für Fonds Aufträge abwickelt, der geht ja auch nicht hin und kauft irgendwie, keine Ahnung, so und so viel 1000 Aktien
von irgendeiner Company und geht da Market und kauft das alles, sondern die machen das ja in Intervallen. Und diese Intervalle, die können halt 3 Minuten sein, 6 Minuten, 10, 15, was auch immer. Und das ist auch der Grund, warum die Stundenkerze so wichtig ist, weil es natürlich einfach so ist, dass halt in einer Stunde laufen die ganzen Intervalle zusammen. Ja, egal, ob ich jetzt 5 Minuten Intervall habe, 10, 3, 2, was auch immer, dort habe ich einfach den größten Nenner und bei der Stunde. Und das ist halt auch der Grund, warum man halt zum Ende der Stunde hin oder zum Anfang von der neuen Stunde auch eigentlich immer den größten Impuls hat. Oder wo es dann manchmal so aussieht, ja, auf dem letzten Drücker jetzt irgendwie zur fertigen Stunde noch dies und das gemacht. Das hängt ganz einfach damit zusammen, weil da halt die Intervalle zusammenkommen und dann entsprechend dann halt auch logischerweise das Volumen sich dann an der Stelle zeitlich einfach verdichtet. So, und deswegen bin ich da halt auch immer ein ganz großer Freund davon, die Schlusskurse von Stundenkerzen auch im Auge zu behalten und nicht etwa irgendwelche Peaks. Also wie jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt erstmal nur, das ist erstmal nichts, ja. Das ist ja einfach mitten in der Stunde, mitten in den ganzen Auftragsabwicklungen ist das dahin gelaufen und hat erstmal überhaupt nichts zu sagen, ja. Sagt jetzt nur, okay, da war die Stunde jetzt maximal, aber was bedeutet das schon? Es zeigt mir nichts, was jetzt irgendwie halt die ganzen Aufträge, die da halt eben gelaufen sind, die ganzen Orders, was da tatsächlich passiert ist, sondern es zeigt mir nur, die sind vielleicht bis da nicht weitergekommen, aber relevant ist dann so ein Punkt noch lange nicht. Und also das ist zumindest halt meine Auffassung der Dinge und die halt auch plausibel ist, würde ich mal behaupten. So, ein bisschen mehr Bewegung könnte ich jetzt hier noch gebrauchen, mein lieber Dax. Am besten nach unten. Man hätte jetzt natürlich auch hier schon rausgekonnt, ja, mit der Position, aber ich habe die jetzt mal drin gelassen. Weil noch ist immer noch so 0,6% Risiko, da ist noch alles im tiefgrünen Bereich. Und von daher will es jetzt auch hier nicht zu klein machen von der Position, beziehungsweise halt von der Art und Weise, wie man das entsprechend ja auch handeln kann, sondern versuche ja auch hier das wirklich mal praxisnah auch zu zeigen. Also ich hatte ja auch mal irgendwie einen Beitrag drüber geschrieben, den findet man auch auf meiner Seite. Und das war auch eine relativ spontane Geschichte, die auch skaliert war. Da hatte wirklich jemand in einer anderen Facebook-Gruppe da halt irgendwie davon gesprochen und da habe ich im DAO gesehen, oh, das könnte hier gerade funktionieren. Und gerade mit dem Stereo Trader geht es ja halt auch ganz wunderbar, weil man ja halt immer den Überblick hat, wo man gerade steht. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier Positionen rausnimmt oder so, dann muss ich nicht anfangen zu rechnen, sondern ich kriege ja angezeigt, wo ich da halt stehe und verliere da halt auch nicht den Überblick. Ja, also auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel die irgendwie im Verlust rausnehmen müsste oder die und dann hier nochmal reingebe, muss ich nicht großartig in der Gegend rumrechnen, sondern lasse mir einfach anzeigen, wo ich stehe. So, was man jetzt hier versuchen kann, ist, wenn wir jetzt hier nochmal runterkommen, das wäre zwar dann wirklich nur für eine ganz kleine Bewegung hier an der Stelle. Ich bin ja dann hier sowieso raus. Aber das ist jetzt eben halt schon plausibel, dass wir das jetzt da unten mal testen. Also sehen wir jetzt hier ganz genau, das Value Area High vom Intraday liegt genau auf dem Gap. Ja, so. Und da sollten sich dann halt ein paar Kollegen treffen. Die einen für rauf, die anderen für runter. Und je nachdem, wer schneller ist, den haben wir dann halt auch entsprechend eingetütet. Das heißt, hier startet der Trail. Wenn das also hier jetzt nur irgendwie ein kleiner Fake gewesen sein soll nach oben und die sich hier wieder freuen, dass sie weiter verkaufen können oder hier halt eben entsprechend Longs aufgelöst werden. Und dann sind wir da mit dabei. So, 2 Punkte fehlen noch. So, den würde ich jetzt hier mal direkt Break-Even stellen an der Stelle. Und im Zweifelsfall schalte ich den Instant Trail an. So, kommt da noch was? So, komm, machen wir den Instant rein. Den Instant rein. Den Instant Trail rein. So, das sehen wir. Entweder gehen wir jetzt hier durch und wir sind dabei. Wenn es jetzt hier einen Spritzer runter gibt, dann landen wir wahrscheinlich hier bei dem VWAP, der auch aus dem Market Profile kommt, würde sogar Sinn machen, weil wir hier entsprechend auch den
um die Fortsetzung von der Aufwärtsbewegung haben, die nach unten gar keine Reaktion auch hatte. Ne? Sieht man ja auch, das ist überhaupt kein Docht dahinter. Und das wäre jetzt schon eine Anlaufstelle, auch wenn er jetzt hier hochgeht und wir erstmal raus sind. Das ist aber egal, das ist okay. Und ich sage nur, es ist plausibel, dass es kommt. Und auch, dass wir einmal da kurz drunter gehen. Es muss jetzt natürlich nicht hier direkt in dieser Bewegung stattfinden. Ja, also wir sehen ja, haben wir hier halt irgendwie von der Volatilität, ist es ja überschaubar. Ich sage ja nur, wenn es jetzt hier schnell geht, dann hängen wir direkt dahinter. Weil hier sind wir jetzt, ist unser Stop-Loss genau da. Genau, jetzt sind wir raus, wo ich vorhin gesagt habe, da läuft er hin. Nur wenn es halt ein bisschen schneller gegangen wäre, wären wir drin gewesen. So, das hat doch schon mal ganz gut gepasst. Erste Trade hier eingetütet. Ah, jetzt habe ich vergessen, die Statistik zu resetten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gehen wir hier mal auf Intraday. Das ist ja hier nur das mein Testkonto für den Stereo Trader. So, so sehen wir jetzt hier Intraday aus. So, das waren jetzt halt 0,6% hier auf das Konto mit einer passenden Positionsgröße, mit einem Risiko von 0,6 im Maximum und danach entsprechend ein bisschen ausgebaut. So, und in Punkten ausgedrückt, das können wir auch mal anzeigen. Ich hoffe, das funktioniert ja. Ja, okay. So, wobei das natürlich immer ein bisschen mit der Punkteumrechnung ein bisschen schwierig ist, aber jetzt haben wir hier erstmal 11 Punkte auf die Gesamtposition gerechnet, erstmal eingefahren und vom ersten Entry angerechnet. Von da oben waren wir ja halt bei 3,55. Ah, ne, Quatsch, hier bin ich reingegangen, ne? 3,49. Ja, von da gesehen waren es dann halt, ja, das passte schon zusammen. Also die eine ein bisschen höher, die andere ein bisschen tiefer. Und so kann man das halt eben machen. Ich glaube, das war ja schon jetzt gerade auch ein ganz nettes Beispiel. Mein Freund vielleicht gedacht hat, oder das ist immer das Problem, man fängt ja an zu denken, so, boah, der geht jetzt hoch, der knallt da oben raus und wir kriegen neues hoch und am besten einfach wirklich überhaupt nicht denken. Und also so blöd es ja halt auch immer klingt. Aber sobald man halt irgendwie eine Idee hat, ja, und läuft man ja auch Gefahr, dass man sich da halt irgendwie zu sehr dran festbeißt, ja, und dann irgendwie ist man davon überzeugt, der geht jetzt bestimmt da oben raus und macht einen Reversal und läuft zu 410 und vielleicht noch 458. Und wenn man sich dann an sowas festhält und kennt wahrscheinlich jeder, und dann steht man nachher da und denkt so, verdammt, warum habe ich das nicht gesehen, dass der ja eigentlich gerade schon was ganz anderes gemacht hat. Ganz einfach, weil ich es nicht sehen wollte. Und ich glaube, davor ist keiner von uns gefeit. Und deswegen ist halt auch Trading wirklich so, oder gerade halt auch vielleicht im Daytrading, weil man da halt auch wirklich schnell sein muss, halt wirklich echt so eine Herausforderung, was irgendwie die eigene Psyche angeht oder auch entsprechend die Disziplin, ja. Also ich ärgere mich da auch regelmäßig über mich selbst, wenn ich da irgendwie Sachen eigentlich sehe, ja. Und letztens zum Beispiel beim Dow, also ich erzähle nur mal kurz, weil hier kann ich jetzt eh gerade nichts machen. Letztens beim Dow halt auch, ich war tatsächlich short von irgendwie 25.100 und habe gedacht, der läuft wahrscheinlich auf die 25.002. Und dort hat er ganz klassisch, war dann auch hier das Market Profile, da war das Low an der Stelle, plus noch irgendwie, es war eine 76er Korrektur, plus es war eine Marke aus meinem Blog. Und es hätte alles quasi gesagt, ja, da unten gehe ich hin, da gehst du mal shorten, dann gehst du da halt raus, weil dann könnte er ja drehen. So, was mache ich? Er läuft so, der Dow ist so geradeaus da runtergelaufen und tatsächlich genau auf diesen Punkt. Und dann habe ich gedacht, naja, warte mal, ja gut, wenn der jetzt durchfällt, der könnte natürlich auch ein neues Tief machen und da könnte das Ding auch tatsächlich wirklich die Wochenkerze irgendwie in ganz tief schwarz beenden. So, und dann hat man plötzlich solche beknackten Ideen, ja, verschenkt dann halt irgendwie, dann halt zig Punkte, nur wegen so einer blöden Idee und sieht nicht, dass er eigentlich genau das gemacht hat, was man vorher im Kopf hatte. Hat nämlich dann dort hat wirklich keinen Punkt mehr, ist er drunter gegangen, hat aufsteigende Tiefs im Minutenchart gemacht. Naja, und wo er jetzt steht, sehen wir ja, ne? 700 Punkte höher. Und das ist natürlich, da überlistet man sich manchmal selber oder halt vereinfacht ausgedrückt oder auf gut Deutsch, man verarscht sich manchmal einfach selber und dafür muss man wirklich aufpassen. Wenn man dann halt solche merkwürdigen Ideen plötzlich entwickelt, die sind meistens teuer und bringen nichts. Dann lieber halt irgendwie Sachen machen, die plausibel sind und auch wenn es dann immer irgendwie nur 20 Punkte sind, das heißt nur 20 Punkte ist eine Menge Holz, also vor allen Dingen im DAX, im DAO jetzt nicht so, da wäre halt
dann eher 40 Punkte, halt vergleichbar. Aber das ist im Endeffekt, hier ist es ja so, dass man halt, man braucht ja nicht irgendwie hunderte von Punkten, ja, oder man braucht keinen Crash, der mit 1000 Punkten runtergeht und Hauptsache man ist dabei. Wozu? Ja, dafür, dass man halt irgendwie dann vorher das Ganze 100 Mal falsch macht und dann einmal sagen kann, ich war dabei, aber da bleibt halt nichts übrig unterm Strich, wenn man halt so handelt. Und aber wie gesagt, ich glaube, das kann ja auch so ziemlich jeder nachvollziehen. Also gerade im Daytrading, da ist es ja wirklich völlig Wumpe, ob wir jetzt da halt irgendwie eine Riesenbewegung kriegen oder eine kleine. Ich muss ja nur gucken, dass ich halt ein paar Punkte davon halt mitbekomme. Um mehr geht es ja im Endeffekt nicht. So, okay. Also, 11 haben wir, wo ich ja vorhin gesagt habe, so 15 bis 20 wären halt schön. Aber jetzt mal gucken. So, er hat jetzt ja auch genau das gemacht, ist hier unten auf den VWAP gelaufen, mit bisschen Übertreibung dahin. Da sind wir auch recht sauber raus, würde ich mal behaupten. Und jetzt, dann haben wir 9:41 Uhr. Ich bin mal sehr gespannt, wie diese Stunde hier schließen will. Also hier oben haben wir jetzt das Hoch erstmal. Und entweder klatscht es jetzt hier nochmal runter und wir machen die Bewegung nach unten fertig und landen dann halt wahrscheinlich auch wieder hier am Tagestief. Oder zumindest mal halt an der Eröffnung. Oder geht jetzt eben wirklich oben durch. Und da kann man jetzt gleich mal entsprechend dann auch versuchen, da halt nochmal reinzukommen. Weil wie man sieht, ja, hier könnte man jetzt auch wieder denken, ja, aufwärts bewegen, Korrektur und jetzt geht's weiter aufwärts. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Macht irgendwo Sinn, ja, also jetzt hier im kleinen Timeframe auf 5 Minuten, ja, aber hier eigentlich nicht, ne? Also die Stundenkerze, die kann genauso gut noch in Rot enden. Und ganz oft ist es eben so, und das deckt sich ja auch mit dem, was ich vorhin ja auch gemeint habe, dass wir hier halt auch einfach den größten gemeinsamen Nenner von den ganzen Intervallaufträgen, der landet nun mal auf einer Stunde. Und deswegen, es wäre nicht das erste Mal, dass die Kerze komplett runterzieht an der Stelle nochmal. Und deswegen bin ich eigentlich, also ich würde hier, long sehe ich hier nicht, würde ich auch ungern machen. Und würde eher versuchen, wenn er jetzt nochmal halt irgendwie hier eine kleine Bewegung macht, da oben scheitert und dann nochmal hier in die Richtung von dem Kassaschluss kommt, dass ich da erst nochmal, da nochmal Short reingehen würde. Das wäre auf jeden Fall meine favorisierte Richtung. Ob der dann da unten durch die 324 durchgeht und mal eine Etage tiefer, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass wir wieder hier bei der Eröffnung landen, weil das ja auch hier so die Zone war, wo ich ja vorhin erklärt habe, weil es halt einfach so ein bisschen verworren ist, weil wir einmal halt mit einem Aufwärtsgap im Future begonnen haben und mit einem Abwärtsgap im Kassa. Von daher wäre das eigentlich plausibel, dass wir da jetzt eigentlich relativ schnell nochmal landen. Man sieht auch hier an dem Volume Area High von gestern, da klemmt es jetzt halt auch entsprechend. Wir stehen hier über dem R2, da klemmt es ja auch grundsätzlich, kann man ja fast sagen. Und jetzt bräuchte es nur noch mal irgendwie eine vernünftige Bewegung. Mir ist jetzt nur das hier zu knapp, um reinzugehen. Ja, so ein bisschen höher darf der schon noch. Weil das jetzt hier irgendwie eine lange 5-Minuten-Kerze kommt, kann passieren, ja. Ist aber dann eher dann auch vom Bild her recht ungewöhnlich. Ich guck mal, wie wir auf 15 Minuten aussehen. Ja, das sagt natürlich jetzt erstmal nicht viel. 30 Minuten ist einfach nur long. Aber die ist jetzt auch langsam egal, weil wir jetzt der Stunde nähern. So, aber wie gesagt, mir ist es ein bisschen knapp, hier nochmal reinzugehen. Wenn, dann hätten wir das wirklich dann hier machen müssen, aber den habe ich jetzt verpasst. So, ist das denn alles nachvollziehbar, was ich hier so vor mich hin blubbere, oder ist das... Bis jetzt gibt es keine Proteste im Chat. Okay. Ich glaube, sind ja nur alle da, ne? So wie ich das sehe. Ist ja keiner gegangen. Echt schön. So. Also die Feedbacks kommen rein, alles super erklärt, alles klar. Okay. So, und alles Weitere
wie gesagt, ich kann natürlich nur sagen, was plausibel ist. Man kann jetzt natürlich hier short gehen und einfach drauf wetten, ja. Kann man machen, dass der jetzt nochmal darunter geht. Wir haben auf der anderen Seite haben wir aber hier natürlich auch jetzt ein paar aufsteigende Highs und hier, das ist so ein bisschen schwieriger Bereich. Und ich hatte ja vorhin gesagt, die strategische Order könnte man anwerfen. Mal gucken, was sagt denn da die ATR mittlerweile? Das war gestern. Ah, hier wird die gar nicht angezeigt. Okay. Kann ich aber hier mal das ATRX mal reinladen. Wo haben wir es denn? Tools. So. ATRX. Wo stehen wir? Bei 5, ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen wenig. Jetzt macht er natürlich tatsächlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Also es sieht zumindest mal so aus, dass jetzt hier wirklich dann in einem Rutsch noch runter geht. Ich würde dann eher vielleicht sogar versuchen, mich irgendwie in letzter Minute da einstoppen zu lassen, wenn er die Bewegung halt angeht. Ja. Man muss ja halt immer auch so ein bisschen im Auge behalten. Was ist machbar? Also was kann diese Stundenkerze denn noch werden? Ja. Und wir haben da oben so viel Gegenbewegung mittlerweile und hier unten, das sieht langsam aus wie nur so ein bisschen Übermotivation. Da oben kommt nichts mehr nach. Und wie will diese Stundenkerze denn enden? Ja. Und jetzt stehen wir halt hier genau in der Mitte. Und deswegen tue ich mich da auch so ein bisschen schwer damit. Wenn wir jetzt schon eher da unten wären, da würde ich eher sagen, ja, dass die nochmal auf Anfang geht. Das ist recht wahrscheinlich, auch wenn wir da oben dann schon viel korrigiert haben, aber dass man die paar Punkte dann halt bekommt, da ist die Chance meistens echt höher. Auch wenn natürlich, ich nenne es immer Operation am Low, kann auch schnell mal teuer werden, aber die Chance ist halt einfach brutal hoch, dass wenn wir jetzt halt hier runterkommen, in dem Bereich, dass wir auf der 324 nochmal landen und eben nicht unbedingt nach oben rennen. So, und hier ist natürlich fehlt jetzt halt ein neues Tief. Das versucht er irgendwie gerade zu machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ich gehe hier rein, wenn ein neues Tief kommt. Ist aber risky, weil hier haben wir halt auch den Punkt mit dem höchsten Umsatz von gestern. Ich mache das mal hier mit einer kleinen Position. Die ist jetzt wirklich mini, mini. Ja, weil hier sieht man natürlich auch, darum geht es jetzt einfach. Halt hier entweder neues Tief oder kein neues Tief, um jetzt hier eine Richtung zu entscheiden. Und deswegen bremst das so ein bisschen an der Stelle. Und deswegen bin ich da auch jetzt auch nur ganz klein rein. Das sind nur ein Fünftel von der Position. Ja, das war vorhin irgendwie nur noch mein, das, was ich halt nochmal draufgesetzt habe. Hier ganz zum Schluss für die irgendwie 5 Punkte. Weil das halt einfach typisch ist, ne? Ganz klar, so eine Reaktion. Deswegen da lieber, auch wenn sowas dann halt passiert, nicht irgendwie im ersten Anlauf da halt rein, sondern dann entweder skaliert oder halt warten, so bis man ein bisschen schicker da reinkommt. Das sagt dann der 1 Minute, ne, sagt nicht so viel. Hat hier nur korrigiert und hier sieht man es natürlich auch nochmal ein bisschen deutlicher. Hochgelaufen, Korrektur, kein neues Hoch und das ist halt genau auch das Problem. Kein neues Hoch hier an der Stelle und irgendwas muss jetzt kommen. Entweder ein neues Hoch oder ein neues Tief. Und da wir insgesamt korrektiv sind, gehe ich erstmal von dem Tief aus. Hier ist eine Frage reingekommen, und zwar, wo du Future Close und Stock Market Close anzeigen lassen kannst. Einfach nur hier auf das Panel ausklappen, dann hier bei Chart, Symbol, Linien. Da ist das drin, da wird das automatisch angezeigt. So, was natürlich halt hier auch echt alles eng, ne? So irgendwie so 7, 8 Punkte, der hier rauf und runter läuft. So, jetzt nochmal. Okay. So, hier mache ich meine MTO mal rein mit Shift. Das heißt, das ist eigentlich eine manuelle Limit Pullback, wenn man so möchte. Gut, war jetzt ein bisschen schnell gefüllt. Die habe ich jetzt hier mit Shift eröffnet an der Stelle. Und dann macht er halt eine getrailte Short.
halt dahinter. So, und hat halt einfach den Vorteil, dass ich zumindest mal nicht komplett mich gegen die Bewegung stelle und wenn er in dem Moment abhauen will, wo ich drauf drücke, in die falsche Richtung und dann passiert da nichts, sondern dann bin ich einfach nur, hänge ich halt dran. So, jetzt mal auf. Jetzt machen wir den Stop-Loss hier mal ganz regulär. Also der muss, darum geht es hier halt, das hier rauszunehmen, die letzte Aufwärtsbewegung. Das kann er versuchen. Ich bin hier jetzt erstmal nochmal mit einer kleinen drin. Also jetzt auch noch nicht mit der Hälfte. Risiko 0,3. Alles nicht schlimm. So, nochmal die VAH von gestern. Bin ich mal gespannt. So, den Spread muss ich ihm oben lassen. Ja, so irgendwie, der muss ja noch dazwischen passen. Er sollte nur nicht unbedingt allzu sehr darüber rauschen. Aber der Stop sitzt da erstmal richtig. Weil wenn das raus ist, dann sehen wir wahrscheinlich auch die 363 wieder. So, tanzt hier nochmal auf der Value Area vom Vortag. Also hier das wäre eigentlich jetzt hier für Scalping, wäre das natürlich ein schicker Long gewesen, ne? Also weil wir hier halt einfach kein neues Tief gemacht haben. Wenn man da nur irgendwie 5 Punkte haben will, dann wäre natürlich hier Long wäre der richtigere Weg gewesen. So, der hat nicht funktioniert. So heißt er jetzt auch nicht, dass er da oben rausrennt, sondern ich würde ihn auch hier nochmal machen. Erstmal hier nur raus. Auch nur jetzt hier mit, sieht man ja hier, Mini-Position, alles überhaupt gar nicht schlimm. Und deswegen, das ist halt der Vorteil, wenn man das skaliert, ne? Man kann halt sein Risiko viel besser kontrollieren und entsprechend und auch seine Quote. So, aber wenn er jetzt hier runterkommt, direkt nochmal rein. Auch wenn das jetzt hier ein neues Hoch erstmal ist, ja, aber das sind halt wirklich dann auch oft so die Klassiker, ja. Also wir machen ein neues Hoch und dann geht es eben doch runter. Und das kann man schon mal irgendwie versuchen. Wenn jetzt hier nochmal durchkommt, dann die Position dann nach unten nochmal auszubauen. Auch wenn man jetzt hier dann natürlich einen schlechteren Entry hat. Also ich will jetzt hier nicht sagen, irgendwie, dass man auf Stop-Fishing da halt setzen soll, sondern einfach nur. Relevant ist natürlich das hier oben. Das hier ist die. War mein Bild gerade weg? Bei mir war es nämlich gerade kurz weg. Seid ihr noch da? Bin ich Ja, noch da? alles gut. Okay. Also, ich will nicht sagen, dass man irgendwie auf Stop-Fishing bauen sollte. Ist es ja halt auch nicht, ja. Sondern das ist ja legitim. Hier erstmal drüber und dann gucken, ob es da weitergeht. Aber die entscheidende Grenze ist und bleibt ja trotzdem hier oben die, ja. Und das müsst ihr rausnehmen. So, und jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde den hier, jetzt muss man nur aufpassen, also jetzt hier nicht, um irgendwie Diagonaltrends zu zeichnen, darum geht es gerade nicht hier mit der schrägen Linie, weil ich handle ja nicht diagonal, sondern nur um zu zeigen, wir haben hier aufsteigende Hochs. Ja. Und da muss man jetzt gucken, wenn man den nochmal verlängern will, sollte man nicht unbedingt irgendwie, das macht mir auch mal ganz gerne, dass man sagt, ja, ich gehe nicht genau da rein oder am tiefsten, sondern ich gehe kurz vorher. Das ist genau falsch. Man geht wirklich besser irgendwie dann an der Stelle am neuen Tief rein, ja, und nicht irgendwie so, ja, vielleicht kurz vorher, wenn er dann durchgeht und dann bin ich dabei. Das ist einfach nur falsch, weil letzten Endes geht es ja darum, halt irgendwie keine neuen Tiefs zu erzeugen. Und wenn der Markt long ist, und dann wird ja halt gepokert bis aufs Letzte. Man versucht ja dann, wenn man long ist, so günstig wie möglich in den Markt reinzukommen, ja, und den tiefsten Preis kriegt man meistens nicht mehr. Und dann wird halt gepokert bis kurz davor und dann geht es halt hoch. Und deswegen niemals, wenn man irgendwie Short gehen will, Short einstoppen will, behaupte ich, niemals irgendwie kurz vorm letzten Tief irgendwie eine Short Order. Das ist fatal. Also wenn, dann lieber sagen, okay, dann gehe ich halt hier rein, ja, und baue drauf, dass das da unten nochmal getestet wird. Und dann habe ich halt auch Zeit genug, da halt irgendwie da unten zu sagen, okay, ich bin raus. Nur wenn ich jetzt hier eine Short Order hinsetze, und dann habe ich nämlich nachher möglicherweise genau das Problem, dass er genau die abholt, ja, weil die halt hier auch
so dann auf den aufsteigenden Tiefpunkten ist und dann komplett mit mir nach oben wegrauscht. Und das sollte man wirklich vermeiden. Deswegen dann eher so an der Stelle, ein Stück weit höher, da auf keinen Fall. Weil wenn er hier hinkommt, dann ist es auch plausibel und wahrscheinlich, dass das da unten nochmal getestet wird. Und dann kann ich auch zugucken, ob das funktioniert oder nicht. So, ich sehe mal auf 5 Minuten aus. So. Alles nichts Halbes, nichts Ganzes hier an der Stelle. Versucht sich aber hier oben über die Value Area vom Vortag wegzustehlen. Was sagt denn der DAO 778? Der steht auch immer noch auf der Stelle. Also für mich sieht das hier schon so ein bisschen wie eine aufkommende Schweinerei auf, dass der wirklich aus, dass der wirklich auf den letzten Drücker hier runter geht. Also das wäre. Bitte? Schaust du dir morgens hauptsächlich nur den DAX an oder auch mal den Euro, US-Dollar oder andere Produkte? Nee, gar nicht. Also was ich schon mal gucke, ist irgendwie Gold. Aber momentan läuft das ja alles irgendwie komplett autark. Und natürlich den DAO, ne? Also ich meine, die beiden hängen ja schon ein bisschen zusammen. Aber jetzt irgendwie Euro, nee. Also ich kann da keinen Zusammenhang zwischen dem Euro und dem DAX erkennen. Ich weiß, dass es einige anders sehen. Aber wenn man sich da mal die Korrelation halt eben auch anguckt, die existiert schlichtweg nicht. Also ich weiß, wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander, aber ein Korrelationschart, da finde ich irgendwie nicht mehr als 50% Zusammenhang. Deswegen ist mir der echt total egal, was der Euro macht. Ich habe das früher auch immer gemacht und das hat mich nicht weitergebracht. Zumal es ja eigentlich eher das Ganze noch erschwert, ja, weil wenn ich noch mehr noch Gedanken machen muss, wie der Euro jetzt läuft, wie sich das auf den DAX auswirkt. Deswegen sage ich, wenn ich weiß, wie der Euro läuft, dann handel doch lieber den Euro. Und statt dann irgendwie noch davon auszugehen, dass es irgendeine Auswirkung auf den DAX hätte, was in 50% der Fälle hat. Das heißt, ich habe sowieso nur eine 50% Chance, richtig zu liegen. Und wenn dann noch dazu kommt, eine 50% Korrelation, dann bleiben mir 25% davon übrig, was richtig sein könnte. Beziehungsweise die Chance, dass ich damit irgendwas anfangen kann, ist dann noch ein Viertel. Also verschlechtert es einfach nur. Wenn man das mal ganz wirklich ganz profanen Zahlen halt ausdrückt. Und deswegen lasse ich das halt auch. So, jetzt kommen wir hier nochmal runter. Beziehungsweise, ja, einer wahnsinnig großen Spanne von 5 Punkten. Du hast jetzt ja Korrelation angesprochen. Dann kam jetzt die Frage im Chat, ob die Korrelation zwischen DAX und DAO zuverlässiger ist. Ja, schon. Also ich meine, da ist es halt, das kann man sich ja angucken, also wenn man einen Stereo-Trader hat, ich kann das ja nachher mal noch zeigen, man kann die einfach mal übereinander legen, dann sieht man das ja halt schon. Ne? Das sind natürlich die Phasen schon deutlich stärker ausgeprägt, dass wenn der DAO steigt, steigt auch der DAX. Das ist tatsächlich, glaube ich, schon meistens so. Und wobei, wenn man sich anguckt, wo der DAX halt hängt, ja, seit irgendwie jetzt mittlerweile über einem Jahr oder 2 Jahren sogar und dann dazu mal den DAO, da ist, glaube ich, auch schon viel beantwortet. Ne? Also da müssen ja dann schon einige Tage dabei gewesen sein, wo der DAO gestiegen ist und der DAX gefallen oder wo der DAO, keine Ahnung, stehen geblieben ist und der DAX ist gefallen. Ne? Also ich glaube, eins kann man sagen, wenn der DAO fällt, fällt auch der DAX. Das passt, glaube ich, wesentlich häufiger. So, der hat auch nicht funktioniert, aber war jetzt auch nur Mini. Hier mal angucken. Sind immer noch deutlich vorne hier. Gar kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier werden soll. So, schließt jetzt über der Value Area High. Aber was mir eben nicht gefällt, ist das hier. Also für mich ist das hier kein Long-Wert. Auch wenn er jetzt hier die ganze Zeit steigt und es so aussieht, als würde ich da gegen den Trend handeln. Und das tue ich nicht. Das tue ich definitiv nicht. Intraday, beziehungsweise auf die letzte Stunde bezogen, ja. So, jetzt haben wir hier nämlich genau wieder das, was ich vorhin gemeint habe. Kein neues Hoch, ja. Und wenn man das shorten will, an der Stelle knapp davor rein. Nicht drüber, nicht drauf, sondern knapp davor.
So, und jetzt ist die Stunde zu Ende. Mal gucken, ob wir jetzt noch ein bisschen Bewegung bekommen hier an der Stelle. 2 Sekunden wird jetzt nichts mehr passieren. Ja, damit kann man relativ wenig anfangen. Ne? Also hier kein neues Hoch. Müsst ihr jetzt eigentlich schon wieder auf Short setzen hier an der Stelle. Den eigentlich schon wieder aufmachen. Also der Norbert schreibt jetzt schon zum zweiten Mal, 374 kommt. Lach. 374, ach so, ja, das wäre halt nochmal hier. Ja, 374 dann nicht. Ja, wenn, dann machen wir da bitte 373 auch draus, weil das hätten wir schon wieder ein neues Hoch. Das gibt ja gar keinen Sinn. Ich habe, Norbert, ich sehe aber auch nicht, was du schreibst, davon mal abgesehen. Ich habe das, was hast du, ob du das heute Morgen in der Gruppe auch noch geschrieben hast. Ich habe ja keine größere Einschätzung abgegeben für heute, weil ich gesagt habe, ich mache das ja hier im Webinar. Aber ich meine, das sind aber halt auch genauso so Dinger, ja. Ich meine, da kann man halt mal irgendwie richtig liegen damit, ja. Es kann aber auch sein, dass es einfach anders läuft. Und ich meine, was man hier gesehen hat, so der Anfang, das hat ja gepasst alles, ne? So halt hier einfach dieser Versuch, über die VAH wegzukommen. Und das passt ja. So, und jetzt, klar, kann ich Ideen haben, aber wie gesagt, ganz oft ist es so, dass man sich dann auch zu schnell zu sehr daran verrennt. Wo man jetzt da unten natürlich long gegangen ist, ja, da kann man es natürlich zurücklehnen und sagen, ja gut, lass mal laufen, mal gucken, ob wir das da oben nochmal rausnehmen. So, und hier gegen den Impuls würde ich jetzt auch nicht unbedingt einfach so dagegen gehen, mitgehen aber auch nicht, weil wir hier halt auch nochmal 70% von Volumen heute, das ist jetzt hier. Die Frage, ob das jetzt wirklich weitergeht da hoch. Vor allen Dingen, was er da oben will, ne? Und deswegen sage ich halt, die 74 macht keinen Sinn, weil wenn 74 kommen, dann kann man die Nummer auch drin lassen. Also wenn man halt unten schon dabei war. So, was jetzt hier auch nochmal. Sind die nicht drin? Oh, ja. So, was haben wir hier? Ja, da oben kommt noch so ein schäbiger Pivot. Bei 3,84 passt das mit irgendwas zusammen? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. So, mal gucken. Also Grenze so oder so hier an der Stelle. Bei 410, das ist too much. Eigentlich schon. Weil das halt, auch wenn es jetzt natürlich hier, wenn man das mal so betrachtet, rein von der Markttechnik, da würde, wäre erstmal nicht schlimm. Trotzdem wäre dann halt hier aber auch schon der Punkt, an dem es losging, die Bewegung, der wäre dann auch schon wieder überboten. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen tricky. So. Und hier haben wir, deswegen habe ich ja gesagt, ich gehe da long, sehe ich da halt auch nicht, ja, weil wir halt hier einfach jetzt genau an der Grenze sind und mal kurz irgendwie das letzte Hoch überboten, aber nach wie vor hier korrektiv in der Abwärtsbewegung. Völlig egal, wie diese Kerze hier aussieht. Die 10-Uhr-Kerze. Mich würde es nicht wundern, wenn die halt um 12 Uhr dann da unten halt irgendwie steht. Nochmal, ich glaube nicht dran. Das heißt, ich glaube nicht dran. Ich sehe ja nur, was er macht. Und was macht er? Er korrigiert die Abwärtsbewegung. Das ist nicht long. Ganz klar nicht. Wenn man dann halt irgendwie da irgendwo drin war oder halt noch tiefer, alles gut und schön. Dann ist aber hier auch langsam mal die Stelle, wo man sagen muss, ich fange mal an, irgendwie klarzustellen, ja. Weil ich will ja nicht irgendwie darauf wetten, dass das jetzt da oben rausgeht. Woher soll ich das wissen? Und wahrscheinlicher ist immer, dass das Trends beibehalten und fortgesetzt werden, als dass sie ständig gebrochen werden. Dass versucht wird, sie zu brechen, das ist klar. Das liegt in der Natur der Sache, weil Interessen aufeinandertreffen. Aber dass sie brechen, ist garantiert nicht die Regel, weil sonst könnte man mit alledem, was man ja so erzählt, ja auch letzten Endes auch gar nichts anfangen. Und von daher ist das jetzt hier auch eigentlich so der, das ist jetzt der Punkt, genau, wo ich sage, hier werfen wir jetzt den Kollegen hier an. So, 5 Minuten, 5 mal ATR3. Laufen lassen. So, weil das macht jetzt an der Stelle auf jeden Fall Sinn, weil wir jetzt hier nämlich genau in den Bereich kommen, so geht es darüber weiter, geht es nicht weiter, machen wir nochmal die Kerze runter, beziehungsweise
Die Korrekturbewegung setzen wir die hier vor, ein paar Punkte höher. Das heißt, hier werden wir jetzt, würde ich tatsächlich mal drauf bauen. Und hier das mal aus, dass wir jetzt hier einfach ordentlich Geschiebe noch kriegen, irgendwie bis 12 Uhr. Wo sitzt denn der Stop Loss? Das sieht so ein bisschen komisch an der Stelle. Gehört er da hin? Eigentlich, ups, eigentlich nicht. Ja, gut, kann aber sein, dass ich jetzt hier irgendwas verstellt habe. So, also die strategische Order, die StereoTrader-User werden es ja kennen. Das heißt, die sammelt jetzt halt einfach die ganzen Rauschbewegungen ein. Ja? Das heißt, die schiebt sich halt jetzt immer mit dem Kurs nach oben und löst halt Gegenbewegungen dann halt nach unten aus. Und es sammelt halt also letzten Endes halt immer ein. So, und Short, warum an der Stelle Short, nicht Long? Ich glaube, ich habe es ja gerade jetzt schon oft genug erklärt, weil wir eben korrektiv sind und hier recht sicher auch bald eine deutliche Bewegung bekommen werden in die andere Richtung. Und falls jetzt nicht irgendwie, dass es nicht sofort in einem Rutsch geht, dann werden wir hier einfach halt so in die Strauchelzone halt kommen, wo es halt schon immer wieder Abverkäufe geben wird, weil wir einfach am Vortageshoch hängen und weil wir korrektiv sind. Und so hat man halt hier damit die Möglichkeit, genau dieses Gezackere, was sich da jetzt halt höchstwahrscheinlich ergeben wird, dass man das halt auch immer wieder ja, mitnehmen kann, ja, weil letzten Endes geht es ja darum, halt Punkte zu realisieren und da macht es halt einfach die Summe einfach von dem, was da halt reinkommt. Und da kommen manchmal Zahlen mal raus, das ist wirklich dann halt schon unglaublich, weil oft ist halt so, man macht irgendeine Position auf und wartet, dass sich so ein DAX oder DAO oder was auch immer mal halt irgendwie 25 Punkte bewegt oder 20 und man verbringt den ganzen Tag damit zu, weil das Ding nur auf der Stelle tritt. Und das ist genau das, wo halt hier die strategische Order einfach ihren riesen Vorteil hat, weil sie halt einfach dieses auf der Stelle treten dann letzten Endes immer wieder realisiert. Ja, und dann hat man halt nachher dann, obwohl sich so ein Kurs gar nicht bewegt hat, dann irgendwie ja, 30, 40 Punkte dann halt effektiv dann halt irgendwo mitgenommen. Und das ist halt schon praktisch und natürlich auch sehr entspannend. Also muss natürlich gucken, dass man schon so ein bisschen in der richtigen Richtung unterwegs ist, weil sonst funktioniert es natürlich auch nicht. Aber halt selbst wenn man komplett daneben liegt, ja, habe ich auch schon fertig gekriegt, irgendwie Dow 150 Punkte gestiegen, ich die ganze Zeit nur Short und habe permanent einen Gewinntrade nach dem anderen gemacht, weil halt immer diese Gegenbewegungen halt da sind, ja. Also nicht ich habe den Trade gemacht, sondern halt eben die strategische Order hat es dann halt immer wieder dann halt eingesammelt und ich habe nicht mal wirklich mitbekommen, dass wir da schon 150 Punkte geklettert sind. So, also da waren wir jetzt ja halt auch an der 373, ne? Und nicht an der 37. Wo wollte er hin, der Norbert? 375? Nein, wir machen das mal schön hier bei der 373, ne? Weil wir genau hier das Ding jetzt haben. Hier im Stundenchart sieht man es ja auch ganz deutlich. Kein neues Hoch. Das ist entscheidend an der Stelle. Und deswegen, wie ich es auch ganz am Anfang gesagt habe, nicht irgendwie genau drauf, schon gar nicht irgendwie drüber, sondern wenn, dann drunter. Weil es andersrum eh meistens falsch ist. So, den hätten wir natürlich auch direkt machen können. Aber gut, macht ja jetzt nichts. Passt ja auch so. So wie es aussieht. Und es ist jetzt auch hier nicht die Riesenwohler, die wir hier am Start haben. Selbst wenn der jetzt halt hier nochmal hochgeht und dann nochmal irgendwie, ich schätze schon, dass wir hier die erste vom Strategen dann auch recht zügig im Gewinn auflösen können. So, das ist natürlich aber so eine Nummer. Die kann halt ein paar Stunden laufen und weil halt hier einfach genau das jetzt einfach passiert, dass wir hier einfach halt diverse Interessenten haben, beziehungsweise gegensätzliche Interessenten und dann halt hier jetzt erstmal rumstraucheln. Und das ist halt auf. Bitte? Ja, hier sind einige Fragen jetzt natürlich reingekommen zur strategischen Order. Einmal, welche du genommen hast. Und ist denn die strategische Order das gleiche wie Grid Trading? Die strategische Order ist sowas Ähnliches wie Grid Trading. Die ist ein bisschen intelligenter unterwegs als jetzt irgendwie ein normales Grid. Und zwar die strategische Order.
Ich habe halt hier 5x ATR3, so heißt dieser Algorithmus, der dahinter steckt. Und der macht Folgendes. Der guckt sich halt die ATR an. ATR ist die Average True Range oder vereinfacht ausgedrückt die Volatilität, die hier vorherrscht. In dem Moment jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Das heißt, der guckt sich halt an, wie lang ist eine durchschnittliche Kerze, 5-Minuten-Chart. Und ich gebe hier oben eine Positionsgröße ein. Und die strategische Order rechnet halt eben aus, anhand von der Volatilität, in welchem Abstand die Orders halt liegen. Das ist das eine. Es verteilt auch das Risiko auf einzelne Orders. Das heißt, rechnet auch das entsprechend aus, ganz von allein, ohne dass ich da halt was dazu tun muss. Und auch die Positionsauflösung richtet sich auch wiederum nach der Volatilität. Und das heißt, die stellt sich automatisch die ganze Zeit sozusagen auf das Marktgeschehen halt ein und versucht daraus halt, da halt aus dem Rauschen dann halt entsprechend immer wieder was mitzunehmen. Und ein weiterer Unterschied zum normalen Grid ist eben der, dass diese Orders alle verkettet sind. Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man sowas halt jetzt mit irgendeiner anderen Trading-Plattform macht, ja, hier oben liegen überall Limits, dann schreit ja jeder Hilfe. Ja, was ist denn jetzt, wenn der Kurs da hochrennt und dann gehen die alle in Verlust? Nein, wird nicht passieren. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier zum Beispiel angenommen kommt ein Squeeze, ja, das Ding knallt jetzt hier 50 Punkte nach oben, da passiert rein gar nichts. Ja, da geht hier nur meine erste Teilposition, die endet im Verlust und die anderen Orders, die verschwinden. Ja, also die werden gar nicht erst gefillt. Und das heißt, eben halt durch diese Funktionalität von der Limit Pullback, weil das sind alles Limit Pullback und die sind alle verkettet. Heißt, würde jetzt diese Order zum Beispiel halt die erste, ja, jetzt hier um 3 Punkte oder würde er anfangen, hier hinzulaufen und hoch drüber zu laufen, würde das ganze Orderpaket mitgeschoben werden. In dem Fall ja dann ohnehin hinter den Stop-Loss und infolgedessen auch gar nicht mehr ausgeführt. Das heißt, dass jetzt hier irgendwie zu erwarten ist, dass ich da irgendwie Margin Call kriege oder so, das ist Quatsch. Das passiert nicht, ja, weil dafür ist der Stereo Trader zu schnell, beziehungsweise die Automatik, die dahinter steckt, kann nicht passieren, ja. Also, außer er schleicht sich jetzt hier die ganze Zeit nach oben, ja, so Stück für Stück, 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 Stück und landet dann da oben, ja, mein Gott, das kann passieren, aber dann kann man ja auch immer nur zwischendurch sagen, boah, das irgendwie passt nicht, ich gehe halt früher raus und aber was eben wirklich nicht passieren kann, ist, dass es halt hochrennt und alle Orders halt hier im Verlust landen. So, und das ist halt eben auch ein Riesenunterschied zu der normalen Grid Order, dass die ganze Geschichte halt hier einfach ja ein bisschen intelligenter halt ist, ein bisschen schlauer ist und sich vor allen Dingen vollautomatisch auf die Volatilität eben einstellt. Und gerade jetzt wie hier, ich meine, das ist ja halt echt so ein typischer Markt, ja, so irgendwie, da passiert jetzt halt einfach nichts gerade. So, und ich behaupte auch, kann ich natürlich auch daneben liegen, ja, keine Frage, aber da wird jetzt auch nicht viel passieren, sondern das wird halt hier jetzt einfach eine Zeit lang hin und her gehen. Vielleicht laufen wir tatsächlich noch bis zu 410, vielleicht auch nicht. Aber das ist eben genau das, was ich auch vorhin gemeint habe, einfach so den Punkt, wo die Interessen aufeinandertreffen von Long und Short, da, wo der Kurs einfach anfängt zu stagnieren und nur noch irgendwie in der Range hin und her zu laufen. Das ist eigentlich genau das Szenario, wo so eine strategische Order hingehört, weil genau daraus kann man an der Stelle dann Profit schlagen. Muss nicht irgendwie die ganze Zeit dann zugucken und warten, kommt der Markt jetzt noch irgendwie. Kommt er jetzt noch runter, kommt er nicht, geht er jetzt hoch oder nicht? Und man verliert eben auch keine Geduld, sondern lässt einfach laufen. Behält es natürlich im Auge, klar. Aber ansonsten muss man sich da großartig nicht drum kümmern, weil man hier einfach auch eine Quote hat, die halt viel, viel höher ist als jetzt irgendwie mit einem manuellen Trade. Also die Regel ist eigentlich immer, was heißt Regel? Also meine Erfahrungswerte ist eigentlich die, dass man locker irgendwie 10, 11 Trades dann halt hier im Gewinn dann auch hintereinander abschließen kann und einer geht daneben, ja. Das ist aber normal, also wenn man irgendwie jetzt auf Ranges baut. Das hält immer eine Zeit lang und irgendwann ist halt Schluss. Und wenn der Schluss ist, muss man das auch akzeptieren, auch wenn dieser Verlusttrade dann halt irgendwie
nochmal 3, 4 Gewinntrades dann halt irgendwie. So, jetzt sieht man es hier übrigens gerade. Ja, läuft hoch und das ganze Paket ist mit nach oben gewandert. Man gerade schön gesehen, zwar jetzt nicht allzu viel, aber man hat es trotzdem gesehen. Was ich gerade sagen wollte, also, das ist halt, das liegt an der Natur der Sache, ja, das hat irgendwie, man hat eine Quote von irgendwie 10 zu 1 als Beispiel und einer geht dann halt daneben, ja, und das muss man dann ak aber akzeptieren, dass halt einer daneben geht und darf dann nicht irgendwie da halt versuchen, das dann halt irgendwie zu verbessern oder so, weil das ist halt einfach so, ja, in der Range ist es ganz normal. Die hält so lange, wie sie hält und irgendwann eben nicht mehr. Und das ist dann halt eben genau dieser Verlusttrade. Und der macht natürlich auch ein bisschen, macht so ein bisschen die Quote, ein bisschen kaputt, beziehungsweise die schöne Kurve, die ich bis dahin hatte, die dann halt ja auch wie eine Gerade war, die ist dann halt leider plötzlich keine mehr. Ja? Und das muss man halt akzeptieren. Und da muss man halt eben dann halt den Durchschnitt da halt mitnehmen und sagen, okay, gut, ist so. Ne? So, und hier sehen wir halt auch, ne, zum Beispiel jetzt auch wieder drauf bezogen, wir haben halt hier einfach immer Gegenbewegung. Ne? Jetzt sind wir hier, das war so ein bisschen arg drüber. Das heißt, also mal gucken, hier bei der 373, so, ne, Norbert, jetzt weißt du, was ich eben meinte, das macht gar keinen Sinn, die 375, dann kannst du auch drin lassen, sondern entweder drunter oder dann halt noch ein Stück drüber. Aber irgendwie Doppeltop genau an dem Punkt. Quatsch. Also behaupte ich jetzt mal einfach so. Und eher wäre es jetzt halt auch, also man kann natürlich sein, dass jetzt hier tatsächlich in einem Rutsch weiterläuft. Und dann würde ich, das wäre aber dann eher gerade ein Grund, das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof hier vom Vorführeffekt, dass halt dann die erste wäre, die halt hier von der strategischen daneben geht. Aber kann natürlich sein, aber spätestens dann halt eben dann da oben, dann sollten wir dort entsprechend deutlich ins Straucheln dann auch kommen. Das sollte dann halt da oben auf jeden Fall dann halt passieren. So, aber trotzdem auch hier macht es trotzdem Sinn, das da halt irgendwie schon mal anzufangen, weil wie gesagt, die Quote muss man halt einfach im Auge behalten. Es hätte nur keinen Sinn gemacht, die jetzt irgendwie ganz da unten bei der Markteröffnung irgendwie reinzugeben. Das ist natürlich, das ist halt Quatsch. Ja, weil halt dann verschenkt man irgendwie die ganze Zeit dann halt irgendwie nur sein Geld und das muss natürlich nichts sein. So, jetzt haben wir natürlich hier irgendwie gerade gar nichts mehr. Und dazwischen bis zu 410. Mal gucken, ob der jetzt wirklich hier oben durchbrettert. Aber wie gesagt, wäre egal. Ich würde die dann da oben nochmal aufmachen, trotz allem. Was heißt trotz allem oder gerade deswegen eigentlich? Weil er dann halt die erste Bewegung in die Richtung dann schon passiert wäre. Der DAO steht immer noch auf der Stelle. So, wir haben ja auch schon irgendwie 20 nach 10, ne? Ja, da sind dann Na noch dann. sehr viele Fragen zur strategischen Orderei jetzt auch noch reingekommen. 4 Stück haben wir noch. Vielleicht arbeiten wir die noch ab und dann können wir dann auch Ja, klar. besprechen. Ja, eigentlich direkt 3 Fragen auf einmal. Und zwar, ob der Stop-Loss automatisch gesetzt wird, wo liegt der Take-Profit und wo kann man die Positionsgröße dann einstellen? Also Positionsgröße, ich bin natürlich jetzt hier wirklich, scheint wirklich der Erste zu sein, der hier daneben geht. Also Stop-Loss und so weiter wird eigentlich automatisch eingestellt. Ich habe den ja vorhin nur halt hier manuell bewegt. Das heißt, eigentlich wäre ich jetzt hier schon raus mit einem kleinen Loser an der Stelle und wäre eigentlich jetzt gar nicht mehr so weit gekommen. Und Take Profit wird auch automatisch gesetzt. Der steht hier komischerweise auf 20. Aber beziehungsweise der Trading-Beginn, ja, der richtet sich auch nach der ATR. Und das wird alles automatisch gesetzt. Das heißt, da muss man sich nicht drum kümmern. Genauso die Trading-Distanz ist genau das gleiche, richtet sich auch nach der ATR und wird auch automatisch gesetzt. Und da muss man sich überhaupt gar keine Gedanken drum machen. Und man kann das so einstellen, wenn man hier auf Hold geht, dann wird es immer wieder neu gefüllt, das Paket. Und zwar immer dann, wenn die nächsten 5 Minuten abgeschlossen sind. Ja? So, das heißt, hier haben wir jetzt natürlich
gleich den ersten daneben. Aber wie gesagt, es macht überhaupt nichts, weil spätestens hier oben sind wir jetzt in dem Bereich, wo es eng wird. Hoppla. So ist natürlich jetzt vom Vorführeffekt jetzt natürlich nicht so klasse, aber muss ja auch nicht immer alles perfekt laufen. So, weil hier, wie gesagt, haben wir jetzt dann halt da den Bereich. Ja, also jetzt hier Bier bis zur, also 410 sowieso. Mal gucken, ob wir da überhaupt noch hinkommen. Und falls ja, dort wird auf jeden Fall was passieren, ja, relativ schnell, weil dort war recht ordentlich viel Volumen beim letzten Mal und das dürfte diesmal auch genauso wieder sein. So, und dass der hier oben einfach drüber kauft, glaube ich so noch nicht dran, ne? Weil wir halt hier eben ja auch korrektiv unterwegs sind. So, aber ich wiederhole mich ja hier auch mittlerweile jetzt ganz oft, kann eigentlich gar nichts Neues mehr sagen. So, ich muss nur mal gucken. Ich glaube, ich habe hier irgendwas verstellt bei mir da in dem Preset, wie ich sehe, weil der Stop-Loss gehört da eigentlich nicht hin. Der gehört ganz klar hier oben drüber. Aber ich habe da gestern dran rumgeschraubt. Aber das ist hier meine Entwicklungsabteilung. Das heißt, wenn ihr das bei euch macht, sollte der Stop eigentlich da oben drüber sitzen, über der letzten Order. Und dann passt das. Okay, also kann man sich mal angucken. Wie gesagt, in dem Bereich, ich halte es für sinnvoll, auch wenn jetzt der erste, wie gesagt, daneben gegangen ist, hier mit der strategischen, macht aber nichts, sondern es wird hier schon noch einiges nachkommen. Aber trotzdem erstaunlich, muss ich halt auch mal sagen, was der DAX hier, wie der hier gerade läuft, auf Stunde, da ist schon ordentlich wieder viel drin gewesen, aber halt eigentlich nicht schön. Also wenn es halt hier so irgendwie, wenn neue Tiefs getriggert werden und dann halt irgendwie die Stunden wieder rausgekauft, spricht natürlich auf der einen Seite für die Bullen, auf der anderen Seite aber auch nicht so einfach zu handeln. Wobei, wenn man nochmal auf das Market Profile zurückgeht, von der Warte her passt es, ist natürlich schon, sieht man hier halt irgendwann dann drüber etabliert, ja, hier nochmal irgendwie Point of Control und auf einer Stunde war es ja dann genau, war es ja dann auch so, dass wir über der Value Area von gestern geschlossen haben und dann rennt es halt ein Stück weiter. Also von daher, das war schon alles okay. So, jetzt ist halt nur die Frage, wie weit. Okay, war da noch eine Frage mit der strategischen? Ja, ob es Statistiken zu den strategischen Orders gibt, ob du welche hast. Ja, also es gibt einmal halt, das ist, ich glaube, mein Handbuch ist es auch mit dabei. Was heißt Statistik, ne? Das ist also, ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, so, ich lasse die strategische Order laufen und fahre dann in Urlaub und die macht das alles von selbst. Das ist ja kein, wie soll ich sagen, kein Handelsroboter, der irgendwie selber Entscheidungen trifft. Und was es aber gibt, ist statistische Vergleiche, die ist auch im Handbuch, ist einer drin, mit Grafiken, mit allem drum und dran, wo dann halt eben verglichen wurde, was passiert, wenn ich in einem Longtrend war, das damals, nee, Quatsch, in der Seitwärtsphase, das war das eine, Seitwärtsphase im DAX irgendwie über 6 Monate, wo man natürlich jede manuelle Order dann halt versagt hätte oder jede manuelle Strategie, auch eine Swing-Strategie, einfach nur versagt hätte, wo nichts mehr rausgekommen ist, hat die strategische Order halt enorm viele Punkte halt rausgeholt, weil man halt einfach den Vorteil hat, dass man zwei von drei Richtungen abdeckt. Ich meine, es gibt ja grundsätzlich, gibt es ja drei Marktrichtungen, rauf, runter und seitwärts. Und im normalen Handel kann ich immer nur zwei davon handeln und ich, beziehungsweise wenn ich long bin und das Ding läuft seitwärts, verdiene ich nichts. Wenn ich long bin und das Ding geht runter, verdiene ich nichts. Und wenn ich long bin und der Markt steigt, dann verdiene ich was. Also ist eigentlich meine Quote von dem her mal betrachtet, kommt natürlich auf den zeitlichen Horizont an, aber die ist dann eigentlich nur noch 1 zu 3. Und das ist halt der Riesenvorteil von der strategischen Order, weil die verdient eben halt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier short bin, wenn er runtergeht, verdient die Geld, wenn er stehen bleibt, verdient die auch Geld. Ja, das ist halt einfach, und das macht eben auch diese Quote halt aus. Ja, die ist halt einfach enorm viel höher, nämlich einfach doppelt so hoch.
wie im normalen Trade. Und dazu gibt es halt auch Auswertungen. Also einmal halt bezogen auf die Seitwärtsphasen und auf der anderen Seite aber eben auch bezogen darauf im Vergleich, was kommt raus, wenn ich halt normal long bin und was kommt dabei raus, wenn ich stattdessen mit einer strategischen Order long gegangen bin. Und das hat schon einen Unterschied und der halt schon deutlich für die strategische Order dann halt eben auch spricht. Also wie gesagt, mal ins Handbuch mal gucken, auf der Homepage ist auch was drauf und da ist auf jeden Fall ein bisschen was. Dann nur noch ein Feedback für dich, und zwar der Stop wurde bei einem Teilnehmer auch nicht korrekt gesetzt. Okay. Muss ich mir mal angucken. Also, weil wir hatten das eigentlich schon ganz oft, ne? Also die strategische Order, die läuft ja halt auch zuverlässig. Also da muss man an der Stelle vielleicht einfach wirklich hingehen und dann halt da entweder mal in das XML reingucken oder dann halt hier im Zweifelsfall halt nachsetzen. Dann halt manuell. Aber man kann es ja halt, wenn ich gucke da eben mal kurz rein. Wenn wir schon gerade ja dabei sind, so, was haben wir denn da eingestellt? Jetzt habe ich natürlich hier das Paket versaut. Naja, ist egal. Macht ja nichts. Also die anderen oben hier muss man sich denken, die habe ich jetzt gerade hier, weil ich das umgestellt habe, natürlich jetzt versehentlich gelöscht. So, setzen wir die nochmal hin. Pi mal Daumen. Stimmt es natürlich nicht genau. So. So, Trail natürlich rein. So, kann man gucken, was da steht. 5 mal ATR durch 3. Ist relativ bei 2. Eigentlich müsste das aber stimmen. Aber das gucke ich mir mal in Ruhe an. Also warum der Stop da halt nicht da ist, wo er hingehört. So, aber hier sieht man es ja jetzt schon, ne? Also die läuft dann jetzt eben auch schon mal in die richtige Richtung. Wahrscheinlich wird der auch hier gleich getriggert. Und das ist halt eben so, ne? Man hat dann halt am Anfang oder irgendwann geht halt einer daneben und dann kommen halt 10 richtige. Ja, also das ist so ungefähr, das ist zumindest meine persönlichen Erfahrungswerte. Und entweder hat man halt dann das Glück und steigt dann halt hört an der richtigen Richtung auf, oder wie ich jetzt hier eben bisschen Pech, wobei das halt eigentlich es ist eigentlich egal, ja. Also ob der jetzt irgendwie am Anfang, in der Mitte oder am Ende kommt, man muss ihn kalkulieren, diesen einen, der daneben geht. Den hatten wir jetzt gerade am Anfang, macht einfach nichts. Und der gehört halt einfach dazu, das Ding. Und wie gesagt, dazu gibt es schon Auswertungen, auch Erfahrungswerte, auch x-fach gezeigt. Und Fakt ist die Nummer, das Ganze funktioniert, solange man nicht komplett daneben liegt und komplett an der falschen Stelle, wie ich gerade eben gezeigt habe, wenn man bei der Markteröffnung da halt irgendwie damit angefangen hätte, das hätte nur ein Fehler sein können, weil aus mehreren Gründen. Einmal sind wir halt relativ betrachtet gegenüber gestern unten. Das andere ist halt, wir haben nicht die richtige ATR, also die Berechnungsgrundlage von der Volatilität, die passt auch noch nicht. Da passt noch halt ganz viel nicht zusammen. Und deswegen aber so, wenn wir jetzt hier an einem Punkt sind, wo dann halt eben halt, wo wir langsam an die Grenze kommen, da kann man das sicherlich machen. Und da hat man auch viel, viel höhere Chancen, dann damit halt was rauszuholen, wie wenn man es jetzt irgendwie halt die ganze Zeit manuell macht. Okay. So, war noch was mit der strategischen oder? Ja, vielleicht zum Abschluss hier von Norbert. Die Order richtig gesetzt ist eine Geldmaschine. Super. Ja, ne? Ich glaube, das haben mittlerweile schon einige auch irgendwie festgestellt, wenn man das wirklich halt an der richtigen Stelle platziert. Das ist halt wirklich so. Ne? Also kann man da halt schon bequem einiges dann auch aus dem Markt rausschneiden. Okay, so 10:30. Ich glaube, wir machen dann jetzt hier auch langsam mal einen Break. Vielleicht schafft der hier es ja noch irgendwie kurz runterzukommen, dass wir hier nochmal einen dann wenigstens zeigen können, der hier mit der strategischen Gewinn läuft. Wenn nicht, ist aber nicht schlimm, weil das sollte die jetzt auch schon machen, wenn ich jetzt dann halt eben ein paar Minuten später, kann man ja selber mal im Auge behalten, kann ja selber mal einfach auch auf dem, wenn man die strategische Order nicht kennt, einfach jetzt mal auf dem Demo das gleiche einstellen wie ich hier. Ja, muss dann halt eben nur mit dem Stop, das muss ich nochmal gucken, vielleicht, hoppla,
muss man das nochmal justieren. Bin ich denn hier? Einfach Short Hold mit 5x ATR durch 3 und dann einfach mal heute Nachmittag drauf gucken, was da rausgekommen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein bisschen was unterm Strich dann auch hängen bleibt. So, und hier sieht man jetzt, ne, die ATR, also der Trading-Beginn, der richtet sich eben auch nach der ATR. Der ist hier eingestellt auf 0,8, also knapp drunter. Und entsprechend auch die Trailing-Distanz. Ja, jetzt bremst er natürlich hier genau da, wo wir es halt sehen wollen. Normal, Murphy's Law. Und die verhält sich halt, also der Trailing-Beginn auch immer relativ zum Entry. Das heißt, wenn der jetzt hier nochmal hochgehen sollte, dann nochmal irgendwie ein, zwei mitnehmen und dann wandert der Trailing-Beginn auch mit hoch und irgendwann schlägt es dann halt zu. Und weil es halt eben halt von der Platzierung halt auch immer sich nach der Volatilität halt richtet. Ne? Okay, so, also ich hoffe, das war halt plausibel und nachvollziehbar. Wir haben ja hier ein paar Punkte, auch wenn es jetzt nicht irgendwie ganz so schön war wie gedacht, aber wo sind wir hier überhaupt? Es ist ja ein bisschen was übrig geblieben hier. So, die letzten zwei Versuche, die waren halt nicht mehr. Da wollte der DAX nicht so in die richtige Richtung mitspielen. Aber alles in allem passt es doch. Wir haben halt hier mit der manuellen jetzt erstmal halt 1% hier aufs Konto geschaufelt. Und ich glaube, das ist ganz okay. Ne? Also auch jetzt im Hinblick auch auf jetzt zum Beispiel hier die ESMA-Bestimmungen und auch mit dem neuen Hebel. Ich habe auch die Positionsgrößen ganz bewusst so gewählt, dass hier ist auch nur ein Konto. Also wenn es jetzt auch ein Demokonto ist, also spielt aber keine Rolle. Aber das hat eben auch nur einen Hebel von 1 zu, wie viel ist das eigentlich, 20, 30 an der Stelle hat. Und auch damit völlig problemlos, ja, wenn man nicht irgendwie zockt und sich in Dimensionen bewegen möchte, die halt seriös und nachvollziehbar sind, reicht der Hebel halt auch. Und ich glaube, das zeigt ja auch dann hier eben das Beispiel, was wir eben hatten, dass auch mit dem Hebel von, wie er jetzt halt vorgegeben ist, von der 20 BaFin ist richtig. beziehungsweise ja, mit dem Hebel 1,20, wie jetzt vorgegeben ist, auch damit gar kein Problem, hier mit ein paar Punkten irgendwie 1% aufs Konto zu schaufeln. Und kann sich jeder selber ausrechnen, wenn man das jeden Tag schafft, ja, im Durchschnitt. Und da kommt natürlich halt auch entsprechend mehr als genug dann dabei raus. Okay. Ja, So, prima. also das passt. Ja, Also das auch hier passt. im Chat auf ganz viele Grüße und herzlichen Dank an dich, Dirk, für das Webinar heute. Und freut mich, dass auch echt so viele heute wieder dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten einige Informationen heute mitnehmen. Denke, das war auch wieder mal lehrreich. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online, sollte heute eigentlich der Fall sein, auch das Webinar von gestern. Danke dir, Dirk, für das Webinar heute und für die ganzen Erklärungen, für die Trades. Und ich wünsche Ihnen noch eine wirklich erfolgreiche Woche und heute noch einen schönen Tag. Passen Sie auf Ihre Position auf und wie immer, Dirk, du hast das Schlusswort. Ja, also auch danke von meiner Seite, waren ja wirklich viele anwesend und war ja heute auch das erste Mal. Und von daher bin ich natürlich auch happy drüber, dass wir das halt hier jetzt auch mit auch positiv abschließen konnten. Die ganze Geschichte ist natürlich halt auch immer, ne, so, man hat ja so die eigene Herausforderung, die sich dann setzt, so irgendwie darf nicht daneben gehen, ist natürlich auch Quatsch, ja. Es kann nicht jeder Trade zu jeder Stunde funktionieren. Hat jetzt aber hier funktioniert, also die strategische lasse ich jetzt halt mal weg, die hat ja damit nichts zu tun. Die muss jetzt einfach nur zum Ende des Tages, muss die performen, die hat aber jetzt mit der Eröffnung jetzt hier nichts zu tun. Aber halt, das ist natürlich halt Quatsch. Ne? Also ich führe halt eben auch in der Gruppe ja auch immer oder beziehungsweise neuerdings wieder Statistiken. Und da geht natürlich auch mal ein Tag daneben. Wichtig ist einfach nur, dass man halt weiß, was man tut, dass man halt in der Lage ist, halt irgendwie, egal welche Strategie man handelt, dass man halt den Markt versteht und dann auch in der Lage ist zu sagen, naja, ich verstehe es heute nicht, ich lasse das lieber mal, weil es muss ja nur, wenn man halt entsprechend zurückhaltend handelt und eben nicht zockt und nicht mit zu hohem Risiko, muss ja nur am Ende des Monats ja, dann auch entsprechend was unterm Strich sein. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt auch heute hier beim ersten Mal hinbekommen. Freut mich natürlich sehr
und hoffe, dass wir da halt auch in Zukunft noch ein paar schöne Einstiegs- oder Eröffnungsszenarien hier finden werden. Ich freue mich jetzt einfach mal aufs nächste Mal. Wann ist das eigentlich? In 2 Wochen, glaube ich, ne? Letzte Genau, Woche. 2 Wochen. Dann haben wir Ja. aber auch schon NFPs, kommen ja auch noch, auch in 2 Wochen ungefähr. Also reichlich Webinare mit dir zusammen. Ja, schön. Nee, da freue ich mich auf jeden Fall. Finde auch das gut, dass wir hier die Reihe hier machen, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen hilft. Eben auch meinen Handelsansatz, den ich ja jeden Tag irgendwie auch demonstriere, vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Eben halt auch Markttechnik, was ja die Grundlage ist von dem Ganzen. Aber jetzt kurze Rede, langer Sinn. Will euch nicht mehr aufhalten. Bedanke mich bei dir, Nelson, wie immer, und auch bei FX Flat für die Veranstaltung hier und natürlich bei den ganzen Teilnehmern. Wünsche euch viel Erfolg heute und auch in den nächsten Tagen und in Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.